Sie hat einen Hinterhalt gebaut. Cleveres Mädchen. Da kommen wir hin. Und ich sehe eine Menge nützlicher Ausrüstung in der Nähe. Wir rüsten uns aus und gehen zu deiner Kleinen. Heiliger Bimbam, was hier wieder los ist. Zwei Fraktionen kämpfen gegeneinander und sind direkt vor uns. Und zwar die Mann von Gleb und die neue Ordnung, die Imperialisten. Und jetzt hier, auch noch groß geschützt, unsere Tochter steckt in Schwierigkeiten und wir wollen ihr helfen. Bam, mitten ins Auge. Boah, alter Schwede. Scan läuft. Kurz scannen den Laden. Und einmal kurz ausharren. Headshot! Das bringt überhaupt nichts. Aber das hier bringt was. Das hier bringt was, verdammt. Bam! Yeah, Leute. So läuft das Häschen. So nicht anders. Und jetzt hier. Guck mal, kennt das? Zack. Okay, da kommen noch mehr. Immer mehr aus ihren Löchern mal wieder. Wie oft ich das sage, ne? Dass jemand aus den Löchern getroffen kommt. Das kann ich da wieder nur abwertend sagen bei diesen Scharlatanen. Oh Gott, ich hab vorbeigeballert. Blöder Volltrottel. Oh nein. Nicht gut. Nochmal kurz was scannen. Scannen. Der hat aber gesessen. Kurz aus dem Sichtfeld gehen. Sehe ist da hinten in Schwierigkeiten. Und wir müssen dafür sorgen, sie da irgendwie rauszuholen, Leute. Wir können wir das schaffen, ne? Wir schaffen das. Bam! Jetzt bist du Geschichte. Ja, Mann, ich glaube, sie hat überlebt. Say. Alles okay? Nein. Liebling. Dein Vater ist tot. Was? Das mit Gleb war ein Irrtum. Hask hat deinen Vater getötet. Hask ist noch am Leben? Ja, aber nicht mehr lange. Wir gehen an Bord des Sternzerstörers und erledigen ihn. Aiden! Willst du Hask etwa verfolgen? Beeilung, sonst entkommt er! Mom, stopp! Der Tod dieses Mannes ändert nicht, was mit Dad geschehen ist. Wäre ich kampfbereit gewesen, wäre ich zum Widerstand gegangen, wäre das alles nicht Hask passiert! Hask hat gesagt, die Erste Ordnung hat das alles lange geplant. Nichts davon ist deine Schuld. Und es ist nicht zu spät, um einzugreifen. Der Widerstand braucht wirklich jede Hilfe. Wenn wir wüssten, wie mächtig die Erste Ordnung wirklich ist... Dann hat der Widerstand vielleicht eine Chance. Okay. Okay. Wir müssen trotzdem darauf. Hey, Shriff. Hast du eine dumme Idee? Willkommen im Widerstand. Was ist der Status dieses Hangars? Voller Truppler. Sie würden uns abschießen, sobald wir an Bord gehen. Weitersuchen. Okay, irgendwie müssen wir jetzt hier reinkommen. Undercover-Mission quasi. Mit den TIE Fighter. Die Erste Ordnung ist die größte Gefahr, die wir uns je gestellt haben. Wenn sie die Republik bereits zerstört hat,
der Widerstand als nächstes dran. Können wir helfen? Wir gehen an Bord von Hafen Sternzerstörer, stehlen jegliche Informationen, die der Widerstand gebrauchen kann, und verschwinden wieder. No, no. No problemo. Potenzielle Landezone voraus. Das wird nicht klappen. Da ist kein Platz für uns. Oh, vorsichtig. Delta 6, Commander Hask hat ihre Einheit befohlen, auf Vardos zu bleiben. Bericht. Sind wir Delta 6? Was melden wir? Ich glaube, unsere Tarnung fliegt auf. Eröffnen wir das Feuer. Vielleicht können wir sie überraschen. Okay. Alarm! Feindliche Thais nehmen Kurs auf die Retribution. Abschießen! Sie wollen zu uns. Ach, Dio, finde einen Zugang. Werde kreativ, falls nötig. Das wird dauern. Dann holen wir die Thais hinten runter. Damit kenne ich mich aus. So, ich muss erstmal gucken. Nachbrenner gewährt dem Sternjäger einen vorübergehenden Tempo-Boost. Okay, Geschütze. Unterbricht auch feindliche Zielerfassung. Auch sehr gut. Geschütze. Aktiviert die Heckeschütze, die kurzzeitig automatisch den nächsten. Okay, klar, alles klar. Und die Stoßrakete. Okay. Da haben wir einmal die Infos. Und dann geht's los. Wir müssen auf jeden Fall von dem Sternzerstörer weg. Ein bisschen. Erstmal hier um die kümmern müssen. Na, kommt mal her, ihr Schweine! Dio, scannt noch! Feuert weiter auf die Thais! Wow! Mal ein bisschen wegschieben. Dio hat was bei den Triebwerken. Fliegen wir zum Heck des Schiffes. Auch nicht schlecht, ne? Einfach auf den nächsten Feind ballern, automatisiert. Gefährliches Manöver. Ein Kühlkörper neben dem Triebwerk? Ha. Wir zerstören ihn und haben einen Zugang. Erstmal ein bisschen Reichweite gewinnen wieder. Schnell, flieg zu den Triebwerken. Nein! Alter! Autsch! Ich dachte, da komme ich noch rum. Aber dann wurde es so eng, hätte ich nicht mit gerechnet. Boah. Wir werden alle sterben. Was ist das? Der Hyperantrieb. Oh oh. Das ist jetzt nicht so gut. Ach, sie sprengen gleich. Das war nicht meine Schuld. Komm schon, hilf mir. Fertig. Oh, oh Shriv. Hey. Nicht gestorben, hä? Genau. Dann los. Da hat er nochmal Glück gehabt. Der gute Schrift. Hier müsste ein Computerterminal sein. Teilen wir uns auf. Wir treffen uns, wenn wir was gefunden haben. Dann ziehe ich mal alleine los. Wir brauchen Zugriff auf die Schiffslogs. Daten oder Kommunikationszentrum. Was immer wir zuerst finden. Was für Informationen sind? Sie müssen unterwegs sein. Schwärmt aus und findet die Eindringlinge. Im Moment. Alles, was dem Widerstand helfen könnte. Kurzer Fähigkeiten-Check. Störung. Ein modifiziertes Entschärfungsgerät, das ein
Ionisierten Energiestoß erzeugt der gegnerische Waffen überhitzt. Okay. Kenne ich ja. Störung, Heilung, das ist sehr praktisch. Impulskanone und Schock. Okay, probieren wir mal alles aus. Ja, super. Jetzt los. Hey, ich kann nichts, registriert gar nichts mehr. So. Heil mich, Kumpel! Ha, nicht schlecht, Droide. Boom. Die geht natürlich auch klar. Wir besiegen die erste Ordnung mit ihren eigenen Waffen. Ausrüsten! Cool. Ja. Gut dabei. Ach, tut mir leid. Geil. Wow, das sieht schwer aus. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, große Geschütze aufzufahren. Nice, Leute, ey. Das Ding nehme ich doch mal gerne mit. Hier geht's lang, hier geht's weiter. Ich kann natürlich nicht mehr sprinten oder so. Wir sind arg lahm. Ich hoffe, ich gehe hier richtig. Guck mal, der kleine Druide da. Guckt euch das mal, wie putzig. Was? Die Zeit abgelaufen, wie ich das Ding nutzen konnte, oder was? Unverschämt. Genau da, wo der Kampf anfangen sollte. Na egal. Kein gut Headshot aus. Boah, das war die Headshot Parade, Leute. Oh. Ich sehe das gerade wieder auf meinem Aufnahmebildschirm, dass manchmal die Aufnahme so zittert. Ist wieder doof. Okay. Alles gut. So, jetzt können wir hier mal. Können wir hier ein bisschen aufräumen. Komm. Mal zeigen hier das schöne Ding. So, wer will nochmal? Hm? Wer will nochmal? Keiner? Dass wir den Druiden da nicht zerdeppern können, ist ein bisschen doof. Oh Gott. Immer wenn es wirklich ernst wird, geht die Waffe aus, oder was? Ach fuck. Genug aufgeladen. Aber wollte er gerade was werfen? Habt ihr gesehen? Da ist keiner mehr hinter. Ich könnte Heilung gebrauchen. Wo bist du? Scheiße. Da werft ihr das Ding mal, ne? So, und jetzt habe ich eine Überraschung für euch. Ja, Mann, genau so sollte es laufen. Hüpft nicht, dass du da reinkommst. Zero Limits. Was Schützenswertes. Triff, ich glaube, wir haben es gefunden. Komme schon. Pack das mal. Seht ihr das an? Seht ihr was? Hier drüben. Projekt Wiederbelebung. Moment mal. Genata, Otomox-System. Die Erste Ordnung verschleppt Kinder und zwingt sie dazu, Sturmtruppler zu werden. Ihre militärische Stärke muss ja... Ich will's gar nicht wissen. Vielleicht finde ich irgendwas. Sind das... Großkampfschiffe. Genug für die Kontrolle über die gesamte Galaxis. Bleib stehen. Was ist das? Ein Dreadnought der Ersten Ordnung. Klingt jetzt schon schlecht. Ist es auch. General Organa hat davon erzählt. Hauptsächlich Gerüchte, aber... Tja, sie sind beängstigend. Dann müssen wir eine Schwäche finden. Dio, los geht's. Lad die Pläne des Schiffes runter. Wir müssen sie zu Leia und dem Widerstand bringen.
Solange das Schiff im Hyperraum ist, fliegen wir nirgendwo hin. Ich habe eine Idee. Finde einen Weg hier raus und mach schnell. Du wirst wissen, wenn es soweit ist. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Viel Glück, ihr zwei. Also, dieser Plan. Wir reißen diesen Sternzerstörer aus dem Hyperraum. Endlich verstehe ich, warum Schliff immer so ein nervöses Wrack ist, wenn ihr zusammen seid. Tja, das kann ich auch nachvollziehen. Haben wir ja schon einiges erlebt mit dem guten Schliff. Am Anfang dachte ich mal kurzfristig, der wäre irgendwie böse. Aber ist er gar nicht. Ist echt netter. Hat sich jetzt ja scheinbar über viele Jahre auch bewährt. Hier geht's nicht lang. Moment mal. Hier etwa? Das sind natürlich jetzt überall wieder Gegner. Aber da haben wir was. Tür verriegeln, was soll der Scheiß? Gehen wir halt hier lang. Nehmen wir halt den Weg. Detonatoren ein. Sein Plan ergibt für mich immer mehr Sinn. Nimm so viele, wie du tragen kannst. Ich bin dann mal so frei. Praktisch, das nehmen wir auch mal mit. Haben wir zwar schon, aber trotzdem geil. Was haben wir hier noch? Okay. Gucken wir auch mal. Schönes Gerät. Boah, gehen wir jetzt mal mit Double Fire unterwegs oder was hier? Dass man die nicht kaputt machen kann. So, jetzt sind wir. Hier sind wir. Hallo. Ihre Schütze. Auch ziemlich geil, das Teil. Für dich habe ich was ganz Besonderes. Ja, Mann! Voll übertrieben. Test das Ding bitte. Warte mal, erstmal hier gucken. Mehr Sturmtruppen! Scheiße, jetzt haben wir keine Ruhe. Okay, erstmal kurz. Jetzt bist du dran. Okay, mach mal. Oh oh. Wir haben jetzt leider niemanden scannen. Störung geht nicht so weit. Heilung brauchen wir in dem Fall auch nicht. Aber wir könnten mal hier mit eins arbeiten. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo denn? Ich sehe ihn nicht. Schade. Ah, da unten. Pams! Oh oh. Hui, das war knapp. Da bin ich auch ein bisschen dämlich angestellt, muss ich ehrlich zugeben. Okay, da sind auch irgendwelche hinter verschanzt, oder? Was sind da noch am Liegen? Verdammt, der lebt ja noch. Finger fahren ran. Schieß jetzt! Boah. Die Waffe liegt mir nicht. Nehmen wir es doch mal damit. Ich komme! Bams! Alles sicher. Blastergeschütz, das kann man gebrauchen. Ich habe Offiziere belauscht. Der Widerstand hat die Basis der Ersten Ordnung gefunden. Sie greifen jetzt an. Sehr gut, Shriff. Wir sind fast fertig. Halt dich bereit. Dann bis gleich. Say, wenn wir an dem Generator Detonatoren platzieren, bremst das Schiff in einer Sekunde von Lichtgeschwindigkeit auf null. Machen wir es. Klingt gefährlich, machen wir es. Bring die Detonatoren an dem Generator an. Ich mache es. Jetzt eine Deckung. Bin ich das erste Mal, dass wir so ein Ding springen würden? Achtung, mehr von denen! Hat der toll reagiert, unser Geschütz gerade. Okay, Heilung jetzt nicht vergessen. Einer fertig.
Und Störung natürlich auch nicht. Schon, schieß doch! Leute. Boah, das war knapp. Ist der Detonator scharf? Eine Sekunde. Boah, jetzt wird's eng. Verdammt, unsere Tochter! Sie ist in Gefahr. Jetzt kann man wenigstens wieder ein Geschütz aufstellen. Alter, ist ja überall sind wir. Das ist wenigstens gesichert. Scheiße, Mann, die Mission ist auch krass jetzt. Von allen Seiten greifen sie an. Und ist nirgendwo richtig sicher, um sie zu verschanzen. Verstärkung! Sehr schön. Haltet sie auf! Oh, du Arschloch! Hey, oh, der Schutzding. So, jetzt aber. Der wurde echt zum Problem gerade. PC steckt in Schwierigkeiten. Was macht sie da? Der lebt noch, glaube ich. Ich brauche Heilung. Sehr schön. Wir sind fertig. Boah. Chris, hast du uns einen Fluchtweg beschafft? Ja, aber nur als Warnung. Das wird verdammt kuschelig. Na, das kann ja was werden. Ich bin nicht zufrieden. Bis gleich. Okay, bleibt nur noch der Reservegenerator. Er ist wahrscheinlich hinter einer Sicherheitstür. Ich hacke sie. Ja, und das werden wir dann erledigen in der nächsten Episode von Let's Play Star Wars Battlefront. Bis dahin, liebe Freunde. The Empire's time has come. This is not our mission. I am your commander. Stand down. You take orders from me.